Tun? Ja, guten Tag, hier ist Winter, ist gerade zu sprechen. Ja, Janik. Winter. Hallo? Ja, guten Tag, ist da der Herr Janik? Ja, genau. Ja, guten Tag, mein Name ist Dorian Winter. Ich rufe an aus der MyToys-Zentrale in Berlin. Ich arbeite da im Eventmanagement. Habt ihr gerade viel Kundschaft oder können wir kurz sprechen? Nö, ist gerade nicht viel los. Das ist doch super. Kurze Frage vorweg, in der Eventmanagement-Abteilung duzen wir uns immer. Ist das in Ordnung oder sollen wir beim Naja, Sie kein bleiben? Problem. Ja, super. Ich sehe hier, du bist ja vorgemerkt für das Training in Berlin demnächst. Da sollt ihr ja hier mal vorbeikommen. Das ist ja schon mal super, dass ich dich jetzt gleich erreiche. Bei den anderen Leuten war das heute die Hölle. Und ich wollte Ja, ich bin nochmal. jeden Tag hier. Ja, aber bei anderen Filialen ist das teilweise echt schwierig, da ein paar Leute zusammenzubekommen, weil da kommt ja dann nicht nur einer, da sind ja dann ein paar mehr Leute unterwegs. Und ich bin Ach halt so. dabei, das Ganze jetzt gerade ein bisschen zu organisieren, weil das bleibt ja für angehende Filialleiter, dafür bist du ja vorgemerkt, wenn ich das hier richtig verstehe, gibt es natürlich nicht nur diese eine Schulung, sondern da ist ja noch ein bisschen mehr, was eben aufgebaut werden muss. Ich weiß nicht, wie weit bist du denn jetzt schon mit den Zusagen? Ist das schon offiziell oder muss ich mich da noch bedeckt halten? Ach so, nee, ich habe von der Nicole eine Zusage bekommen. Ich habe auch schon die Fahrt dahin gebucht, das Hotel, alles. Ja, das kann ich ja. Das wird ja alles von der Firma getragen. Das ist ja klar. Ja. Das ist ja kein Problem. Super, das wäre dann Teil 1 und im Spätjahr, da haben wir noch mal einen fürs Unternehmen, für die Philosophie vom Unternehmen eben noch mal eine sehr, sehr wichtige Schulung eingebaut. Da wollte ich einmal kurz vorher nachhören, wie das zeitlich so aussieht, wie das vom Feedback, vom Inhalt her aussieht. Das sollen wir alles gerne vorher ein bisschen kommunizieren, weil das alles noch in der Planungsphase ist und wir da eben die, sag ich mal, die Ideen und Wünsche der Teilnehmer eben gerne mit einbringen würden. Und zwar geht das darum, wir haben ja in den letzten Jahren in Deutschland hat sich kulturell und gesellschaftlich ja ziemlich viel verändert. Du kannst dir ja wahrscheinlich denken, wovon ich spreche, oder? Ja, klar. Wovon denn? Von der Flüchtlingspolitik, das meinst du wahrscheinlich, oder? Genau, Dass darum geht das unter anderem. wir ein immer multikulturelleres Land werden. Richtig, ganz genau. Und da wollen wir natürlich als aufstrebendes, familienfreundliches Unternehmen, sag ich mal, in die Bresche reinspringen, weil wir wollen natürlich die Kunden da abholen, wo sie stehen. Und das ist bei uns im Laden. Und da sind es halt nicht nur Flüchtlinge, sondern eben auch andere, das Wort Randgruppen soll man ja eigentlich gar nicht benutzen, andere sozial benachteiligte Personenkreise, die eben im Laden oft ganz unterbewusst diskriminiert werden. Und da bieten wir jetzt eben im Herbst soll das stattfinden. Das Ganze nennt sich, ich muss das immer ablesen. Ich habe das heute schon 20 Mal gesagt, ich kann das immer noch nicht auswendig. Das nennt sich Sensibilisierungstraining für soziale und kulturelle Situationen. Und da geht es eben ganz entsprechend darum, wie wir eben mit solchen Personen im Geschäft speziell bei uns umgehen, damit die sich wohlfühlen und natürlich auch wiederkommen, weil das sichert ja natürlich unsere Arbeitsplätze, nicht wahr? Ja, klar. Hast du denn selber bei euch im Laden schon mal so eine Situation gehabt, dass du, sag ich mal, mit so einem Angehörigen einer sozialen Randgruppe irgendwie Probleme gehabt hast, sei es von der Verständigung, vom Verhalten, von der Kommunikation her? Na, von der Kommunikation her manchmal, weil, also ich weiß nicht, ob du die Filiale hier kennst. Ich bin selber noch nicht da gewesen, nein, ich bin Okay, bei hauptsächlich uns hier in sind. Berlin und sorge dafür, dass andere Leute anderswo hinkommen. Ich schicke quasi die Leute auf Reisen und komme irgendwie selber nie vom Fleck. Ach so, ne, bei uns ist die Hauptzielgruppe der Kunden ist eigentlich das, was du gerade angesprochen hast. Ist das so? Ja, hier sind sehr, sehr viele. Also von 10 Kunden sprechen 6 vielleicht fließend Deutsch. Oh, das ist ja, da kann ich mir vorstellen, dass das teilweise ganz schön schwierig ist. Ja, aber bis jetzt habe ich es eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Viele sprechen ja auch Englisch, sagt man. So viele jetzt gar nicht. Also was mir aufgefallen ist, immer aus Indien, die sprechen alle immer perfekt Englisch. Ja, das ist ja, Aber Indien ist ja auch viele Jahrhunderte eine britische Kolonie gewesen. Das wirst du auch haben, wenn du irgendwo nach Südostamerika fliegst. Da sprechen die alle Französisch, weil da sind ja früher die Franzosen gewesen. Aber. sorry, ich habe gerade nicht ganz verstanden. Meine Kollegin hat mir gerade was gesagt. Ach so, ja, die Arbeit geht natürlich vor. Wenn ich irgendwie gerade unpassend anrufe, musst du mir das sagen. Dann sprechen wir ein anderes Mal, nicht wahr? Nee, ich sitze hinten gerade im Büro. Ja, das ist super. Nee, ich sagte nur, das ist ja klar, dass die gut Englisch sprechen, weil das ist ja lange eine englische Kolonie damals gewesen. Und so hat man das ja über den ganzen Globus. Du hast ja auch wieder Teile, die sprechen perfekt Französisch, weil da früher die Franzosen drin waren. Französische Kunden habe ich bis jetzt noch gar keine. Naja, könntest du denn Französisch? Nee, ich
bin zwar, meine Vorfahren kommen aus Frankreich, aber ich kann die Sprache nicht. Oh toll. Also das wird halt auch so ein Teil von dem Seminar jetzt nicht da, sondern also auf langfristige Basis wollen wir natürlich auch noch für die Führungskräfte Sprachlehrgänge anbieten, weil ihr natürlich die Möglichkeit haben sollt, euch zum einen natürlich für die Kundschaft, aber halt auch zum Verständnis der Sorgen und Probleme von den Leuten, dass man eben auch noch andere Sprachen erlernt. Nur mal so nebenbei, weil das ist gerade so eine andere Geschichte, an der wir arbeiten. Okay, Jetzt cool, lass. davon höre ich gerade zum ersten Mal. Na siehst du, das ist ja auch noch nicht Aber. spruchreif. Ich habe auch noch gar nichts gesagt. Ach so, okay. Ich verplapper mich, ich muss aufpassen. Sonst muss Achso, ich nee, demnächst auch, bleibt unter sonst uns. muss ich aufs Geheimhaltungsseminar. Nein, sowas gibt's Echt, gibt's nicht. das? Nein, natürlich nicht, das war ein Spaß. Man muss auch mal lachen dürfen. Das ist heiß und es ist alles anstrengend und da muss man wenigstens lachen können. Ist das bei euch auch so bullenheiß in der Bude? Oh, hier drinnen, wir haben eine Klimaanlage, zwei sogar im Laden. Und ich hatte gerade eben Pause, ich war im Mediamarkt, der ist riesengroß und bei Ja. denen ist die Klimaanlage Oh ausgefallen. Scheiße, die Bei armen denen ist es Leute. 37 Grad in der Fernsehabteilung. Oh, da dürfen die ja gar nicht mehr arbeiten. Also ich habe hier auch öfter mal mit Ja, das ist Arbeitsrechtsschutz zu die tun. Hölle bei denen. Sobald du 26 Grad im Bedien- oder Verkaufs- oder Lagerraum hast, da dürfen die Leute gar nicht mehr arbeiten aus Echt? Gesundheitsschutz. Das Die ist hatten das so. ja auch schon über 30 Grad. Oh, da würde ich mich ja aber doch sehr freuen, wenn ihr wirklich solche brutalen Temperaturen erreicht, dann müsst ihr uns bitte Bescheid geben. Weil Ja, dann muss ja was dafür getan werden, dass sich das ändert. wir reden dann mit dem Center und die kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe, die Klimaanlage rechtzeitig einzuschalten. Das Die finde ich schalten sie wirklich dann ein, wenn traurig. es heiß ist und nicht morgens schon. Die braucht ja erstmal zum Anlaufen, ob sie schon Ja. gekühlt ist. Die kriegen es nicht ganz auf die Reihe. Ja, wir haben neulich wegen dem Brandschutz ganz große Probleme gehabt. Da haben wir über Nacht die Fenster aufgelassen und am nächsten Tag haben wir ganz böse Post bekommen, dass es aus Brandschutz- und Diebstahlgründen überhaupt nicht geht, dass man hier die Fenster gekippt lässt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie warm das hier drin ist, trotz Klimaanlage. Und es bringt ja nichts, wenn man morgens früh anfängt und nach einer halben Stunde schon verschwitzt ist und die Klimaanlage erst nach 2 Stunden richtig ansetzt. Bei uns, wir können die Klimaanlage nicht mal steuern. Wir sind voll auf Center angewiesen. Och nee. Ach ja, ihr seid Naja. ja so in so einem Ding mit drin, nicht wahr? Ja, genau, in so einem großen Oh, ist das schrecklich. Center-Komplex. Naja, ich verplapper mich schon wieder. Lass uns mal zurück zum Thema kommen. Also wie gesagt, ihr Okay. sollt ja dann an dieser Sensibilisierungsschulung teilnehmen und da geht's ja nicht nur um Flüchtlinge und das Sprachproblem, was du gerade genannt hast, ist ja nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt viel arabischsprachige Kundschaft? Arabisch eigentlich nicht, also keine Ahnung, ob das Arabisch ist, ich kann die Sprache nicht. Naja, so vom Aber. Klang her. Weil ich habe zum Beispiel bei den Vorbereitungen, da haben wir ja auch mit verschiedenen Institutionen zusammengearbeitet und das ging da eben speziell um die Probleme, die Menschen aus anderen Kulturkreisen eben haben, wenn die bei uns einkaufen gehen, sei es von der Verständigung oder die Zahlen, die sind ja gleich zum Glück. Das ist ja nicht das Problem. Aber es ist zum Beispiel so, wenn du jetzt zu einem Kunden sagst, hier ist ihr Wechselgeld, da hat er uns erzählt, wenn du das zum Beispiel in Teheran oder in Bagdad auf dem Marktplatz sagst, dann heißt das so viel wie das Hühnchen, das sie mir verkauft haben, war schlecht. Und wenn einem die Kunden dann doof angucken, dann versteht man ja gar nicht, was die von einem wollen. Dabei denkt er, ich habe dem doch gar kein Hühnchen verkauft, was will der von mir? Und das sind halt solche Probleme, über die wir da aufklären wollen, damit das eben dann nicht zu Missverständnissen kommt, damit die Leute gerne wiederkommen. Ja, ich verstehe. Welche anderen Gruppen fallen dir denn noch so ein? Wir machen das immer so als kleines Frage-Antwort-Spiel im Vorweg, damit die Leute sich schon möglichst viele Gedanken machen, bevor wir zusammensitzen. Weil meistens, wenn man in der Runde sitzt, ohne vorher Input gekriegt zu haben, dann ist das doof. So, also bei uns, mir ist das aufgefallen, hier ist sehr, sehr viel türkische Kundschaft. Ja. Und halt auch, aber jetzt nicht Flüchtlinge oder so, einfach Leute, die hier aufgewachsen sind. Ja, ich meine jetzt gar nicht so speziell Landeszugehörigkeiten. Ich sag mal, andere Personen, die es im Alltag schwerer haben. Senioren zum Beispiel sind ja auch wenn wir uns jetzt eben hauptsächlich so auf Spielsachen, Babysachen und sowas spezialisieren, die haben ja auch Enkel oder Kinder, die Kinder kriegen. Und was würdest du denn sagen, ist bei einem alten Menschen besonders wichtig im Laden? Worauf achtet Also der? Was könnten seine die Älteren, Probleme sein? die Echten achten sehr auf die Aussprache, halt, dass die gut beraten werden. Die geben mehr einen höheren Wert auf meine Empfehlungen und so, wenn ich die gut berate, die mir vertrauen können und so, Oh, das hast als du jetzt. schön gesagt. Das könnte man fast auf den Leitfaden mit draufschreiben. Ja, als bei Jüngeren, die haben schon immer selber eine Vorstellung, was die haben wollen. Die wollen dann eigentlich von mir nur den Weg gezeigt bekommen oder mal wissen, ob es wirklich gut ist oder schlecht. Ja. Die Älteren, die haben meistens gar keine Ahnung und sagen nur, mein Enkel will halt ein Auto haben oder was Richtig. von Playmobil. Und da muss ich denen wirklich meine Empfehlung geben und nicht denen zu, was die haben möchten, beraten. Bei den Jüngeren, die wissen genau, was sie haben wollen.
Da muss ich nur sagen, das ist gut, das ist schlecht. Das ist Bei den richtig. Älteren muss ich von Grund auf quasi für die einkaufen. Ja, da legen die ja großen Wert drauf und die Last des Einkaufens nehmen wir den Menschen auch gerne ab. Wo siehst du denn außer beim direkten Kundengespräch, wo könnten alte Menschen im Laden so generell Probleme haben? Also bei uns ist das, die Gänge sind meist ziemlich eng. Viele haben hier einen Rollator oder, also wir haben echt, was mir aufgefallen ist, das ist mir vorher nie aufgefallen. Meine Mutter hat jetzt auch selber einen Rollator. Seitdem sie einen hat, sehe ich viel mehr Leute mit Rollator, nämlich die viel mehr wahr. Ja, da fällt einem das erst so richtig auf, aber da hast du schon einen sehr wichtigen Punkt genannt, eben die Platzprobleme. Und wenn du da Ja, das zwei ist bei uns Senioren ganz hast, die schlimm. nebeneinander laufen, Händchen haltend und Rollator fahren, wie soll man da noch mit Ware vorbeikommen oder wie sollen andere Kunden vorbeikommen? Und solche Geschichten eben zu handeln oder dass man denen eben auch mal erklärt, weil das sind ja ganz, ganz viele englischsprachige Begriffe und die Digitalisierung, das nimmt ja auch immer mehr zu. Und ich meine, hey, woher sollen die Leute das auch wissen? Naja, bei uns haben wir vorne ganz schlimm. Ein Gang ist, da kommst du einfach nicht durch. Da kannst du machen, was du willst, du kommst nicht mehr durch an diesem Gang. Aber warum das denn? Weil wir, als wir hier umgebaut haben, haben die das ein bisschen doof bemessen. Das ist vielleicht ein halber Meter, wo du da durchgehen Ein kannst. halber Meter? Da muss ein Ja, das Kunde ja ist. nur mal ein bisschen dicker sein, ohne jetzt dicke diskriminieren Ja. zu wollen. Da kommt er doch da gar nicht durch. Ja, das ist total doof. Ich hasse diesen Gang. Aber wenn wir denen dann das Regal ein bisschen zur Seite schieben, dann haben wir genau das gleiche Problem in der Mitte. Ja, das ist ja Beim nicht. Umbau wird einfach Scheiße gebaut. Das müsste sich eigentlich mal ein Sicherheitsbeauftragter angucken, weil das ist ja nicht ungefährlich, wenn ein Kunde, sag ich dann mal, sich da durchquetscht und dabei das Regal umwirft oder das verschiebt und dadurch irgendwas rausfällt und jemanden trifft. Ja, ich mag das Regal und ich stelle da schon immer extra was davor, damit der Gang komplett zu ist. Ja, so eine Absperrung, das ist gar keine Ja, schlechte genau. Idee. Guck mal, da sind wir ja auch schon beim nächsten Punkt. Welche Probleme dicke Menschen im oder dick darf man ja auch schon nicht mehr sagen. Das ist ja auch schon Diskriminierung. Man darf ja heute fast gar nichts mehr sagen. Sondern was übergewichtige Menschen oder unter Adipositas leidende Menschen für Probleme im Einzelhandel haben. Das Wichtigste hast du genannt, den Platz. Wenn die sich bücken wollen, weil die irgendwas aus dem Regal nehmen wollen und dann gegen das Regal dahinter schon stoßen, das sind eben Sachen, die müssen wir dann in unserem MyToys 2021 Konzept, bis dahin soll das alles abgeschlossen sein, entsprechend berücksichtigen und das Ladengeschäft dann entsprechend eben auch herrichten. Ja, was bei denen auch noch ganz gut wäre, denen macht halt die Temperatur viel mehr zu schaffen als mir jetzt. Das ist richtig. Also ich Ja. bin selber so ein Hungerhaken, also mich stört das ja schon, wenn ich dann vorstelle, ich hätte da noch, weiß ich nicht, 50, 60 Kilo mehr drauf, das wäre schlimm. Ja, das, also man merkt, sieht's ja auch, die sind, wenn die hier die großen Kartons, ich trage sie, ich bin, also du kennst mich zwar nicht, aber ich bin wirklich der kundenorientierteste Mensch überhaupt. Ich trage den Leuten die Sachen ans Auto. Ich habe sogar schon Leuten die Sachen von hier nach Hause nach Feierabend Oh, gebracht. das finde ich toll. Das ist Einsatz. Ja, ich habe auch schon, vielleicht hast du die mitbekommen, ein paar Mal schon Feedback von Kunden bekommen. Da habe ich dem an, ich glaube Heiligabend war das, hatten wir nur bis 14 Uhr auf, der brauchte aber was. Dann habe ich dem das gekauft und an die Bahn gebracht, weil das vorher nicht geschafft hat. Oh, du bist ja der Weihnachtsmann für den Und gewesen. Oh, toll. ja, nachmittags habe ich dann auch noch Kunden als Weihnachtsmann verkleidet seine Kundenbestellung gebracht. Oh, das ist ja gut, dann kann ich natürlich auch verstehen, wie du ins Filialleiterprogramm gekommen bist, weil das so eine Geschichte höre ich jetzt zum ersten Mal, da kommen einem ja fast die Tränen. Ich habe jetzt nicht, Okay. wie gesagt, ich mach das Eventmanagement, also ich habe jetzt so mit Kundenfeedback weniger zu tun, aber das ist ja generell bei euch schon mal echt eine tolle Arbeitsatmosphäre, zumindest wenn die Klimaanlage funktioniert und man sich nicht zwischen Regalen durchquetschen muss. Ja, gut, nee, das bin eigentlich nur ich, der sowas macht. Oh, das ist toll. Die anderen sind nicht so. Ja, siehst du, aber siehst du, das eine, was man gibt, das andere, was man bekommt. Jetzt hast du schon das zweite Seminar an der Backe, wo du mal Berlin ein bisschen unsicher machen kannst. Nee, auch, ich bin, glaube ich, schon das vierte Mal jetzt in Berlin. Na, ich meine jetzt das zweite hier hintereinander. Ach so. Weil das eine war jetzt ja angedacht und das zweite, das besprechen wir jetzt ja gerade. Und was neben den Senioren natürlich auch noch wichtig ist, wo wir auch großen Wert drauf legen, ist, wenn wir im Ladengeschäft Umgang mit kleinwüchsigen Personen haben, weil die sind natürlich ja, sag ich mal, generell von der Umwelt aufgrund ihrer Größe schwer benachteiligt. Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht? Sehr wenige, aber ein paar, ja. Ja, was würdest du denn so sagen aus Sicht des Verkäufers, aus Sicht des zukünftigen Marktleiters? Wo liegen bei uns speziell in den Filialen die Probleme von kleinwüchsigen Menschen, wenn die bei uns einkaufen wollen? Was bei uns echt ein Problem ist, ist die Zahlung mit Karte. Ach, du meinst, weil die Menschen da nicht drankommen?
Genau, bei uns, man kann das nämlich nicht so ganz runterklappen, dass die von unten drankommen. Oh, das ist nicht Also, gut. ja, das ist echt doof. Also ich weiß nicht, ob das an allen Kassen so ist oder nur bei uns, aber man kann die nicht so runterklappen. Die kommen da einfach nicht dran. Die können bei uns nicht mit Karte zahlen. Das ist doof. Also ich kann jetzt hier nur von unserer Ecke sprechen. Bei uns sind die EC-Geräte inzwischen kabellos und dann kann man die einem Kunden auch, wenn der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, dann kann man die dem runterreichen, weil sonst hat man ja irgendwie nur die Möglichkeit, dem eine Leiter anzubieten oder zu sagen, geben Sie mir mal Ihre PIN. Das ist ja beides nicht so zielführend. Ja, genau, auf sowas werden wir angewiesen. Ich muss dann immer so einen kleinen Hocker holen, zum Beispiel. Siehst du, das ist ja für denjenigen auch keine so tolle Situation. Ja, das ist Das total demütigend. Ich finde das auch doof. Paradebeispiel, das wir immer haben, das ist, ich bin ja eher jetzt hier, um Fragen zu stellen, dass du dir da im Vorfeld schon mal Gedanken machen kannst. Zum Beispiel, wenn du einen kleinwüchsigen Menschen hast, der irgendeinen Gegenstand haben möchte, der weit oben im Regal steht, da hast du ja im Prinzip drei Möglichkeiten und irgendwie sind alle falsch. Du kannst ihn fragen, ob du ihm das runterreichen sollst, dann denkt er, hä? Denkt er, ich komme da nicht selber ran? Dann Ja, das ist auch. hast du die Möglichkeit, ihm einen Hocker anzubieten. Das ist, wie du schon sagst, total entwürdigend. Und ihn zu fragen, ob du ihn hochheben sollst, das kannst du dir sowieso sparen. Und das sind all solche Sachen. Da arbeiten wir zum Das Beispiel in Hochheben. dieser Frage mit dem Bundesverband der kleinwüchsigen Menschen in Deutschland zusammen. Und die haben da so einen Leitfaden erstellt, wie kleinwüchsige Menschen behandelt werden möchten. Weil das ist ja generell bei benachteiligten Personen, die möchten ja nicht herabgesetzt werden durch Hilfsangebote. Die nehmen dir das teilweise mehr übel, wenn du ihnen hilfst, als wenn du sie stehen lässt. Ja, ich sehe das auch eher so, dass ich denen helfe, wenn sie mich fragen. Aber von mir aus käme das, kommt mir so doof vor, wenn da jetzt ein kleiner ist, also ein kleinwüchsiger, und ich dem dann was von oben runtergebe, ungefragt. Ich frage dann eher, kann ich ihr helfen oder kann ich ihnen helfen irgendwie? Wie macht ihr das Und denn bei euch im Laden? Duzt oder siezt ihr die Kunden? ich mache das je nach Kunde. Wenn die älter sind, dann sieze ich sie eher, wenn das so, ich habe hier eine Million Stammkunden, die duze ich natürlich alle. Ja, Die klar. Jüngeren duze ich dann auch meistens so in meinem Alter. Aber wenn die was älter sind, dann sieze ich sie. Immer von Perfekte Kunde zu Antwort. Kunde Kann ich dir ein unterschiedlich. Pluspünktchen machen? Ja, sehr gut. Oh, nachdem ich das jetzt mit der Weihnachtsmann-Geschichte und so gehört habe, also du bist schon ziemlich eventorientiert auch, oder? Also du bist, sag ich mal, für jede Schandtat zu haben. Ach so, ja, klar, ich mach. Bei sowas mache ich immer mit. Ich finde das toll, weil wir haben während unserem Sensibilisierungstraining haben wir eben auch, sag ich mal, verschiedene Events geplant. Darum rufe ich ja vom Eventmanagement an. Wir haben zum Beispiel, wo wir gerade beim Thema Kleinwüchsige waren, da findet zu dem Zeitpunkt in Berlin im Olympiastadion, da findet, sag ich mal, so eine Benefizveranstaltung statt. Das ist ein Fußballturnier von kleinwüchsigen Menschen, die da eben gegeneinander antreten. Und das wollen wir eben gemeinschaftlich besuchen, um einfach mal unsere zukünftigen und neuen Filialleiter auf diese Probleme eben aufmerksam zu machen, die denen so im Meinst du jetzt, Alltag passieren. bei der nächsten Schulung wollen wir das gemeinsam besuchen oder Ja, das macht ihr ist. das jetzt die Tage? Nee, das machen wir dann gemeinsam bei der Schulung. Ah, Wir haben, okay. das geht ein paar Tage länger. Wir sind uns noch nicht genau sicher, wie lange, weil wir das erst noch alles absprechen müssen. Aber da ist eben zum Beispiel geplant, dass wir dieses Fußballturnier für Kleinwüchsige besuchen. Das ist das Karl-Heinz Hess Memorial Fußballturnier. Das ist ein Kleinwüchsiger, der ist aufgrund der gesellschaftlichen Benachteiligung, ist der in die Drogensucht abgerutscht und ist dann ganz tragisch verstorben. Und darüber soll eben damit aufgeklärt werden, damit da mehr Menschen, sag ich mal, ein Gefühl für kriegen. Das hört sich ja mega interessant an. Ja, und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Woche. Und wir wollen ja dann zum Beispiel wegen diesem, hier ist ihr Wechselgeld, wollen wir so, sag ich mal, für die ganz grundlegenden Begriffe aus dem arabischen Sprachraum, da haben wir dann einen Tag eingebaut, da haben wir dann gesagt, das ist freiwillig, weil viele Menschen da mit der psychischen Belastung vielleicht nicht umgehen können, dass wir mit unserer Studiengruppe, das sind dann so kleinere Gruppen von 7 bis 8 Leuten, dass wir da mal einen Tag hier im Berliner Flüchtlingsheim oder an der Essen Ausgabe von der Tafel verbringen, einfach um auch nochmal die Bedürfnisse von den Menschen näher kennenzulernen. Hättest du auf Da warst sowas du was Lust von. oder wäre dir das zu extrem? Nee, da bin ich direkt dabei. Ich habe hier auch, wir haben ja oft hier Sachen, die defekt sind, aber Ja. man kann damit theoretisch noch spielen. Und das bringt ihr dahin? Die habe ich mal vor 2 Jahren war das ungefähr. Da haben wir da echt kistenweise gesammelt und das ins Flüchtlingslager gebracht. Oh, die haben sich bestimmt gefreut. Das war ja so der Ja, Höhepunkt, wo das mega. gerade alles losging. Ja, genau, als es gerade losging, haben wir das gemacht.
finde Die ich. haben sich extrem gefreut. Ich finde das richtig toll, wie ihr da engagiert seid. Wie ist das denn bei euch im Laden? Wir haben jetzt auch schon, auch das ist auch wieder so ein Teil des Sensibilitätsprogramms, dass wir eben darauf achten, dass Menschen in unseren Räumlichkeiten sich sicher fühlen können. Das geht da hauptsächlich um Betrug mit Kreditkarten, mit Scheckkarten, mit Guthabenkarten. Ist da bei euch schon mal irgendwelche Problematiken aufgetreten? Mit EC-Karten einmal vor 5 Jahren oder 4 Jahren, da war ich aber noch nicht hier. Ja. Da hat jemand uns das EC-Gerät geklaut und seins hingestellt. Nicht wirklich. Ja. Oh, da muss man, das ist perfide, da muss man erstmal drauf. Wie habt ihr das gemerkt? Es ist einfach kein Geld mehr bei uns eingegangen und es wurde immer mehr Geld von den Kunden abgehoben, als wir sie nur bezahlt haben. Das ist hart. Ich bin ja eigentlich hart im Warte mal Nehmen. kurz einen Moment, ja? Okay, ich bin wieder da. Toll, ich hoffe, ich halte dich nicht auf. Ein bisschen. Ah ja, dann wollen wir mal sehen, dass wir langsam zum Ende kommen, weil die Kundschaft und die Arbeit hier hat natürlich immer Vorrang. Was Ja, wir halt du hast auch. halt hier auf dem einzigen Telefon angerufen, das wir im Verkauf haben. Ihr habt Jetzt nur kann ein doch kein anderer Kunde Telefon. anrufen. Eigentlich Also soll. im Verkauf ja. Das ist nicht gut, da muss ich mal Bescheid. Ihr braucht ja mehr Telefone, weil es kann ja immer mal was Wichtiges sein, dass auch ein Kunde mal länger im Gespräch ist und Ja, dann müsst ihr ja erreichbar sein. wir haben noch vorne an der Kasse ein Telefon, aber Oh, das ist halt toll. mit Kabel gebunden. Und meine Kollegin ist halt jetzt an das hier rangegangen. Ja, dann ist es natürlich auch noch wichtig, wenn wir schon gerade beim Thema Telefon sind, da finden ja auch viele Betrügereien statt. Und da haben wir es in anderen Filialen schon gehabt, dass da versucht wurden, Kundendaten abzufragen oder arbeitet der und der bei Ihnen, wie lange ist der da? Und dann wurde eben versucht, die Leute am Ausgang eben abzupassen, so raubüberfallmäßig. Und da wird eben dann im Lehrgang auch nochmal sehr Wert drauf gelegt, eben um zu gucken, welche Betrugsmaschen gibt es am Telefon, wie erkenne ich die? Hast du in die Richtung schon ein bisschen Ahnung und Erfahrung sammeln können. Jetzt nicht nur Also unbedingt im Erfahrung selbst noch Laden. nicht, nur halt diese 0815 Sachen von einem Callcenter, die einem ein Abo andrehen wollen, aber das hat jetzt nichts wirklich mit der Arbeit zu tun. Ja, das ist ja doch, wenn du, sag ich mal, weißt, wie, sag ich mal, Betrüger generell arbeitet, dann kannst du das schon, sag ich mal, fast eins zu eins auf die Arbeit übernehmen, weil die Vorgehensweise, die bleibt ja immer gleich. Was Ach ja, hast meist du dir kommen die denn mit da suggestiven angeeignet? Fragen und Wie bitte? ja, meistens, also diese Betrüger, was ich bis jetzt erlebt habe, die kommen immer mit tausenden Fragen auf einmal und dann irgendeine Suggestivfrage, wo du sowieso mit Ja antwortest, damit du leichter bei den nächsten Fragen Ja. Ja sagst. Die reden um den heißen Brei rum und ganz kurz nebenbei erwähnen die dann, dass die deine Kreditkarteninformationen brauchen. Bist du da denn selber betroffen von, dass du dich da so auskennst? Nö, also selbst betroffen nie. Nur, ich habe mir zuletzt auf YouTube so Videos angeguckt, wie die einen Typen anrufen und der hat die dann andauernd verarscht. Da waren diese Betrüger und die wurden verarscht. Genau, der Typ, der hat bewusst seine Daten da angegeben, damit die Ja. den anrufen und halt eine falsche Identität. Und von vorne bis hinten hat er die nur verarscht. Ich finde das toll. Was hat er denn gemacht mit denen, wenn die Zeit noch da ist? Ich finde sowas toll. Das ist auf YouTube, der Typ heißt Callcenter Fun und der hat da bestimmt 100 Videos. Und wirklich, der hält die dann 4 Stunden in der Leitung und redet mit denen und tut so, als würde er seine Abrechnung suchen. Oh, den habe ich auch schon mal gehört. Und da gibt es noch so einen anderen. Wie hieß denn der nochmal? So ein Russe. Telefonziege gibt's noch? Genau der, den habe ich neulich auch mal gehört. Wie fandst Ja, denn du genau. den? Der einmal als Russe, als Inder und noch ein Deutscher, glaube ich, spielt er immer. Und der verstellt seine Stimme so perfekt. Finde ich genial, den Typen. Oh ja, das ist toll. Also ich finde auch, solche Leute müssen richtig fertig gemacht werden. Die müssten mal richtig auf den Bock spannen. Ja, das ist auch. Ich verstehe auch nicht, wie die das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, da zu arbeiten. Ich kann das auch nicht verstehen. Ich meine, dann hast du einen, der verkleidet sich als Weihnachtsmann und dann hast du auf der anderen Seite einen am Telefon, der schlüpft auch in seine Rolle und macht da irgendeinen Scheißdreck mit den Leuten. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das mit dem Weihnachtsmann war aber nur eine einmalige Sache. Ja, hallo, die Geste zählt. Manche Sachen muss man nur einmal machen, um zu beweisen, dass man auf der richtigen Seite steht. Wie zum Beispiel an unserer tollen Schulung teilzunehmen. Ja gut, stimmt. So, bevor ich dich jetzt in den. Wann habt ihr Feierabend? Bis 20 Uhr. 20 Uhr. Bevor ich dich jetzt in den Feierabend entlasse, muss ich dir noch ein kleines Geständnis machen. Hast du mich verarscht? Hallo, wer ist da? Nein, du bist das nicht. Der hat den besseren Akzent. Hier ist der Russe und hier ist der Inder. Möchtest du einen Ziegelbock kaufen?
Boah, ist das dein Ernst? Ich soll dich ganz lieb von deinem Kumpel Niederer grüßen. Du bist ein dummer Wichser. Ich hab dich voll verarscht. Bist du? Hast du das wenigstens aufgenommen? Ja, natürlich, Suka. Willst du zu Sensibilisierungsseminar für Kopfnuss-Kali kommen? Nein, jetzt mal ohne Scheiß, woher weißt du, dass ich auf das Seminar gehe? Ja, ich hab mich mit deinem Kumpel kurz geschlossen, der sagt, hier, ich möchte meinen besten Freund gerne mal so richtig verarschen, wäre das nicht was für dich? Und der hatte eigentlich eine ganz andere Idee und dann sage ich, blöd, ich habe die beste Idee des Lebens. Da ruf dich das ein. Kann doch wohl nicht wahr sein. Natürlich, ich ruf dich mit meinem schwulen Charakter an und erzähle dir von Toleranzseminar. Und du kommst mir richtig schwul vor. Das war Sinn der Sache, blöd. Aber danke für das Kompliment, dass ich das scheinbar ganz gut mache. Oh, ich finde das, du hast so geil mitgespielt. Du hast du so bist ein Arschloch, das kann nicht wahr sein. Ich muss doch mal die Menschen, die mir gerne zuhören, eine kleine Freude machen. Das gibt's doch nicht. Ich fahr gleich direkt zu diesem dummen Wichser hin. Oh, meine Freunde, war das ein Spaß. Vielen großen lieben Dank an Janik und Neno für die Idee, fürs tolle Mitmachen und natürlich für die Erlaubnis, das zu verwenden. Und den Galgenhumor. Ich hoffe, die beiden haben sich inzwischen nicht gegenseitig umgebracht, sondern im schlimmsten Fall totgelacht, wenn sie auf ein Bierchen zusammensitzen und sich diesen Anruf nochmal anhören. Ah, wenn von euch noch jemand eine wunderbar schöne Idee hat, wie man jemanden, den ihr gern habt, mal so ein bisschen hochnehmen könnt, freue ich mich auf eure E-Mail mit einer groben Idee und da können wir gerne drüber sprechen. telefonziege@gmail.com. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst mir einen Kommentar, einen Daumen und ein Abo da und werdet Teil der Ziegenarmee, weil die Ziegenarmee auch sonst irgendwann